So, wir gönnen meinem Mod. So, nochmal, wir gönnen meinem Mod die Möglichkeit, wieder ein bisschen Geld gegen mich zu gewinnen. Es ist ein Quiz mit Fußballteams. Eines meiner Lieblingsquizze. Aber wenn man die einmal gemacht hat, dann hat man es eigentlich perfekt drauf. Das Gute ist, das letzte Mal, dass ich so ein Quiz gemacht habe, ist 2 Jahre her. Seitdem sehen die Startelfs der ganzen Teams komplett anders aus. Und dementsprechend, ja, ist es jetzt eine ganz neue Sache. Wir sehen alle 11 Spieler, beziehungsweise alle 11 Nationalitäten von einem Fußballteam, haben dann, denke ich, hier oben läuft die Zeit runter, so 8 Sekunden oder so Zeit, um zu sagen, welches Team das ist. Ich darf noch einen Namen einloggen. Wenn ich mehrere Namen sage, dann zählt der, den ich als erstes gesagt habe. Also der erste Name, der fällt irgendwie von mir. Das ist der, der eingeloggt ist. Und ja, ich darf ab jetzt auch nicht mehr pausieren, dass ich wirklich nur diese Zeit habe. Ich werde immer kurz, bevor die Zeit abgelaufen ist, meinen Namen einloggen. Jedes Mal, wenn ich falsch liege, kriegt mein Mod 100 Euro. Gönnen wir meinen Mod. Beziehungsweise, ja, ich werde natürlich mein Bestes geben, dass es nicht allzu viel Geld wird. Aber wenn es viel Geld wird, sei mir das gegönnt. Aber eigentlich bin ich ganz gut in solchen Quizzes, weil ja, man kennt ja die Karte. Aber ich denke, werden auch schwere Teams dabei sein. Wir gehen rein. Erstes Team Manchester City. Das wäre aber auch eher auf den ersten Blick ja, man braucht nur auf den Stürmer gucken. Das erste, worauf man guckt, ist ja eh der Stürmer und der Verteidiger. Zack, zack, reicht. Ich weiß, welches Team es ist. Ja, wie gesagt, damit ihr auch raten könnt, werde ich relativ spät aber mal erst einloggen. Borussia Dortmund ist es. Kobel, Haller, reicht. Jetzt, Stürmer, Torwart, okay. Ja, doch, also hier ist halt jede andere Position. Linke Flügel, mittlerer ZM, linker Innenverteidiger, rechter Innenverteidiger, linker. Also ja, das ist natürlich Neapel. Oh, die war echt komplett exotisches Team, ne, was die Nation angeht. Also das ist jetzt nochmal richtig deutlich geworden. Das ist, ja, das Team habe ich auch. Das Team habe ich auch. Rechter Stürmer, Wintertransfer gewesen. Memphis Depay zu Atletico Madrid. Gib ihm mit Oblak im Tor. Nice. Wir haben ja mal so ein Quiz gemacht, wo nur der Stürmer und nur der Torwart gezeigt wurde. Das reicht in den meisten Fällen auch. Ja. So viele Portugiesen, ist eine portugiesische Liga, mit dem Keeper ist es dann Benfica, Vlacho Dimos hieß er, genau. Ich wusste nicht, wie es weitergeht, okay, ja. Ja. Ich denke, die Teams werden nach hinten heraus schwieriger, also wer jetzt am Anfang schon struggelt, ein bisschen Krise, weil die Teams sind, glaube ich, noch so Warm-up, das ist Liverpool, natürlich. Nur auf eine Position geguckt, wäre es jetzt ein anderer Ägypter gewesen, wäre Krise, weil ich habe mir die anderen Positionen gleich angeschaut, warte mal. Rechter Innenverteidiger, gibt es noch einen, das müsste Mbemba sein und der spielt bei Marseille, ja, dann ist es Sanchez vorne, ja, Lopez im Tor, ja, dann, okay, ja, okay, Junge, es gibt zu viele einzigartige Spieler, Linksverteidiger Kanadier gibt es halt nur vom FC Bayern München, Davis, zumindest bei den Top-Teams, ne, bestimmt hat auch irgendein anderes Team, Montreal oder so, dort auch ein Kanadier, aber ja. Ja, das gleiche, linke ZM, Armenia, gibt es nicht so viele Teams auf der Welt, erst recht nicht Top-Teams, die dort in Armenia haben, deswegen ist das Inter Mailand mit Mkhitaryan, ja. Schwieriger wäre, wenn es so ein Quiz wäre, wo man wirklich die Spieler sagen müsste, wenn man wirklich alle Spieler, beziehungsweise wenn so 2 Spieler geschwärzt werden und man die 2 Spieler sagen müsste, beziehungsweise, ja, wie gesagt, wir hatten ja schon mal so ein Quiz, wo nur Torwart und Stürmer gezeigt wurden, alle anderen waren unsichtbar, das war auch ziemlich schwer, so, ja, kriegt man die meisten schon hin, aber wie gesagt, man, da werden bestimmt auch welche bei sein, wo wir strugglen. Das Team mit Nübel und Embolo ist Monaco, mit so vielen Franzosen auch, natürlich französische Liga, yes, Ben Yedder, das Team, so, müsste, oder? Warte mal. Schon Barcelona, oder? Warte mal, Dembélé auf links, oder was? Ja, doch, okay. Ich war verwirrt, aber es ist richtig. So, ja. Korrekt. Ødegaard und Zinchenko und Xhaka und alle anderen, Arsenal natürlich. Jetzt Trossard. Okay, den hätte ich gar nicht so direkt erkannt, aber ja. Doch, glaube, AC Mailand mit meinem enormen Tor. Deutscher Innenverteidiger haben die auch, ja. Ja. Very good, very nice. Es müsste bald die Hälfte durch sein. Naja, das Team ist klar. Das Team ist, ja, da steckt man ein. Bei so vielen Holländern ist es natürlich ein holländisches und es ist Ajax mit Tadic vorne drin. Nächstes Team! Okay, gibt nicht so viel Geld heute für meinen Mod. Wobei, warte mal, welches Team ist das? Doch, ich hab's. Boah, ich muss weniger reden, mehr denken. Das ist natürlich Juve mit Szczęsny.
Wichtig. Wenn Tschechien hier nicht im Tor gewesen, hätte ich, glaube ich, länger gebraucht. Dann wäre es eng geworden. Kuss an Hakimi von Paris Saint-Germain. Nice. Nächstes Team. Ja, okay. Jetzt wird es ja richtig easy gerade. Einfach zwei der besten Teams. Ja, okay, der besten Teams. Aber ja, ihr wisst, wie ich es meine. Nacheinander so Real Madrid haben wir jetzt hier als nächstes. Sorgen echt mal alle, aber jetzt als Außenverteidiger macht er gut. War ja früher seine Position. Warte mal kurz. Wait, welches Team ist das? Engländer, warte mal. Ist es Albion? Oh mein Gott, yo, Brighton and Hove Albion. McAllister hat mich getragen. Kein anderer im Team hat, wusste ich. McAllister und Engländer. Ich musste an irgendein englisches Team denken mit einem Argentinier. Oh, McAllister ist der Erste, der mir da eingefallen ist im Mittelfeld. Big. Ich habe hier erst an Kubo gedacht, der früher bei Real war. Aber gut. Nice. Big. Nächstes Team. Englisches Team wieder. Doch. Doch, mit Cher und Isaac ist das Newcastle. Newcastle United. Nice. Dann haben wir... In welchem Team spielt er inzwischen? Warte mal. Bravo spielt bei Real Betis Sevilla, glaube ich. Nice. Der nächste, die werden echt ein bisschen trickier jetzt. Warte mal, wer ist das? Italienische Liga, warte. Boah, bin ich dumm gerade? Rom! Mit Abraham und Rui Patricio. Dankeschön. Boah. Die werden echt ein bisschen schwieriger gerade. Deutscher Keeper. Ja, okay. Ich war kurz verwirrt, aber ja. Leipzig. Eigentlich denkt man gar nicht an die, weil man immer noch diese Quizzes im Kopf hat, wo Gulaschi im Tor war, aber jetzt ja Blasowicz inzwischen im Tor. Aber gut, mit trotzdem zwei Ungarn-Spielern ist schon. Ich bin schon gut Ungarn am Start, ey. Warte mal. Ah, Manchester United. Weghorst, De Gea. Ja, oh mein Gott, auch lange gebraucht. Ich habe nicht an Premier League gedacht, weil relativ wenig Engländer waren. Warte. Welches ist das? Welches Team spielt der? Taremi. Spielt für Porto, glaube ich. Ja. Dann haben wir... Jamaika. Müsste... Antonio sein und er spielt bei West Ham? Antonio? Nein, das ist gar nicht Antonio! Das ist Bailey und das ist Aston Villa! Nein, Martinez! Cash, nein! Ich habe mich zu sehr auf einen Spieler versteift. Hätte ich die andere Position weg, Jin? Nein, oh mein Gott. Ich dachte beim Stürmer, bei Jamaika Stürmer gibt es nur eine Möglichkeit. Ah, okay, das war dumm. Okay, damit haben wir einen Fehler. Kurz vor Schluss, wir hätten flawless durchgehen können. Okay, 100 Euro für Nikita, 100 Euro für den Mord. Wird aber nach hinten heraus echt ein bisschen schwieriger hier gerade. Doch. Nein, warte, welches Team ist das? Welches Bunu? Ist er bei Sevilla? Ja, ne? Ja, gut. Warum diese Unsicherheit? Yeah, jetzt aber! Warte. Erstmal der Rechtsverteidiger. Kira! Doch, jetzt ist West Ham. Mit Kira, Rechtsverteidiger, Antonio vorne. Die drücken einem das so unter die Nase, dass die einem wirklich den noch hinterhergeben. Warte mal. Ist es diesmal Kubo? Nee, das ist portugiesische Liga, oder? Zu viele Portugiesen. Das ist nicht Kubo, das ist denn Sporting. Ist das Einzige, was noch offen ist aus der Liga. Ja, danke. Morita. Bro. Theorie Bock auf Spanier, okay. Also wäre rechter Flügel, rechter Verteidiger auch Spanier gewesen, wäre frech. Aber mit Nigeria vorne rechts müsste es Villarreal sein. Chukwueze. Ja, da ist er. Chukwueze. Danke an, ja, ihr wisst an wen. Danke an ihn, das ist das 30. Team, das ist das letzte Team. Dann haben wir noch einen Fehlversuch, oh, den hätte man auch richtig haben können. Es ist Tottenham mit Son, mit Kane, mit Kulusevski. So, hä, es geht weit, es geht mehr als 30 heute. Wait, welches Team ist das? Es ist Lazio mit Immobile, mit diesem Linksverteidiger, wie heißt der nochmal? Ja, Marusic, okay. Aber es ist auch fast das letzte italienische Top-Team, was noch offen war. Bonus, ich meine, der zählt eh nicht mit rein, weil er nicht aufgelöst wird. Aber es müsste Chelsea sein, Koulibaly, Havertz,
Kepa ist ja inzwischen wieder bei denen im Tor. Yes, müsste Chelsea sein. Leave your answer in the comments. Ja, es ist, denke ich, ziemlich sicher Chelsea. Wir hatten einen falschen, okay. Gibt 100 Euro für meinen Mod. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er zufrieden sein wird. Aber ich meine, 100 Euro sind immer 100 Euro, oder? 100 Euro sind immer noch 100 Euro.